Wir haben die Sportart Paddel getestet. Die Sportart Paddel wird auf einem kleineren Feld wie auf einem Tennisfeld ausgeführt, ist mit Glas umrandet und hat ein spezielles Regelwerk. Also ich muss eines sagen, ich bin ein absoluter Fan vom Paddel. Tennis im Gegensatz ist technisch sehr viel schwieriger und Paddel kann man sehr viel einfacher erlernen. Paddel ist ein optimaler Kalorienkiller, wie ihr im Video auch schon gesehen habt. Es gibt sehr viele Sprintelemente, man muss schnellkräftig sein und daher gibt es ordentliche Pulsspitzen und wir verbrennen dort in einer Stunde einiges an Kalorien, beziehungsweise in 1,5 Stunden, wie lange so ein Block normalerweise dauert. Die Nachteile bzw. auch Vorteile vom Paddel: die Anschaffungskosten für so einen Schläger liegen bei 70 bis 150 oder aufwärts auch natürlich. Die Kosten liegen da und die Anschaffung der Bälle. Aber so wie bei uns hier in Südtirol, an jedem Paddelfeld gibt es das Paddelset um 1 Euro zu leihen. Also wer mal probieren will, empfehle ich noch kein Paddelschlägerset zu kaufen. Der einzige Nachteil, den ich persönlich dabei empfinde, ist der, dass die Kosten für das Feld, wenn man zu zweit spielt, einfach sehr hoch sind. In Meran liegen die Kosten zum Beispiel bei 48 Euro für einen 1,5-Stunden-Block. Es gibt auch günstigere Felder, aber wir bewegen uns bei den 35 bis 50 Euro für 1,5 Stunden. Paddel wird optimal zu viert gespielt und es macht einfach sehr viel Spaß. Sehr, sehr wichtig, meine Empfehlung dafür: wärmt euch immer ordentlich auf. Durch dem, dass wir gezwungen sind, schnell zu sprinten und Explosivkraftbewegungen zu absolvieren, überhaupt wenn wir, so wie bei mir, eine gute Spielerin als Gegner hast, dann wärme dich ordentlich auf. Es dauert 5 Minuten, gerade ein bisschen die Schulterpartie aufwärmen, die Oberschenkelpartie, ein paar Lockerungsübungen, kleine Dehnübungen und dann dürfte so ein Paddelspiel auch verletzungsfrei über die Bühne gehen. So Leute, heute haben wir eine Sportart im Rahmen meiner 30 Tage Sixpack Challenge getestet. Paddel hier in Meran hat mega Spaß gemacht. Wir haben 1 Stunde 30 lang, circa 1 Stunde 25 lang gespielt und ich zeige es euch kurz, ich hoffe man sieht es genau, 1037 Kalorien verbrannt, also ein kleiner Kalorienkiller. Spaßfaktor 5 von 5, man kann sich auch ganz gut ärgern, Trainingsfaktor 5 von 5 und das einzige Preis, der Preis liegt bei Stolzen hier in Meran auf dem Paddelplatz bei Stolzen 48 Euro. Das ist, denke ich, für 1,5 Stunden eine ganz schöne Menge. Aber es gibt günstigere Plätze, aber wir haben ganz spontan entschlossen. Nochmal zum Resultat vom Spiel. Ich denke, ich habe souverän gewonnen und dominiert. Hätte ich wohl gern. Also, unsere Nachfolger kämen schon. Anita hat mich komplett zerstört. Sie hat komplett dominiert. Als nächstes werde ich eine weitere Sportart testen im Rahmen meiner 30 Tage Sixpack Challenge. So wird mit Spaß auch abgenommen bzw. die Muskulatur definiert. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei bleibt und mich ein bisschen motiviert. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like und ein Kommentar auch da zu lassen. Das hilft dem Algorithmus. Für euch ist es nur eine kleine Handbewegung. Für mich bedeutet es sehr, sehr viel, sodass der Kanal auch weiterhin wachsen kann. Bleibt aktiv, euer Manuel. Bis bald!